Sodann fasst bitte alle die aufrichtige Absicht für Allah, den Erhabenen. Wir machen weiter im Buch, inshallah, im Band 5. Machen wir weiter mit der Lektion Nummer 1 im dritten Abschnitt über das islamische Verhalten. Die Überschrift lautet die Aufrichtigkeit in den guten Taten, also Al-Ikhlas. Die Unaufrichtigkeit in den guten Taten, also Ar-Riya. Und die Eitelkeit im Gehorsam Gott gegenüber, also Al-Ujbu bita'atillah. Das erste, was erwähnt wurde, ist eine Pflicht im Herzen. Und die zwei letztgenannten sind Sünden, die im Herzen begangen werden. Die Aufrichtigkeit in den guten Taten, also Al-Ikhlas, gehört zu den Pflichten des Herzens, gehört zu den Pflichten, die ein Verantwortlicher im Herzen machen muss. Und die Aufrichtigkeit in den guten Taten ist eine gute Charaktereigenschaft, deutet auf guten Charakter hin. Die Aufrichtigkeit in den guten Taten bedeutet, die guten Taten nur für Allah zu verrichten. Dass man die guten Taten nur für Allah verrichtet und nicht um von den Menschen gelobt und geehrt zu werden, sondern man macht sie nur für Allah. Man hat im Herzen keine Absicht, dass man die gute Tat macht, um von den Menschen gelobt und geehrt zu werden. Möge Allah uns Aufrichtigkeit in unseren Aussagen, Handlungen und Absichten bescheren. Allahumma amin. Also die Aufrichtigkeit bei den guten Taten bedeutet, dass du die gute Tat ausführst, um von Allah belohnt zu werden. Also du tust die Tat nur für Allah und nicht um von den Menschen gelobt und geehrt zu werden. Die Aufrichtigkeit ist eine Voraussetzung für die Akzeptanz der guten Taten. Das bedeutet, wenn man bei einer guten Tat aufrichtig ist, dann wird sie akzeptiert. Dann wird die gute Tat akzeptiert. Ist man bei der guten Tat unaufrichtig, dann wird die gute Tat nicht akzeptiert. Allah, der Erhabene, sagt in der Suratul Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Das bedeutet, der Muslim ist verpflichtet, die guten Taten mit einer aufrichtigen Absicht zu verrichten. Also er muss, wenn er eine gute Tat verrichtet, die Unaufrichtigkeit unterlassen. Ein Muslim ist verpflichtet, die Unaufrichtigkeit zu unterlassen, wenn er eine gute Tat ausführt. Also er muss Abstand nehmen von der Unaufrichtigkeit. Der Aufrichtige, der Mukhlis, inshallah, gehören wir zu den Aufrichtigen, ist derjenige, der die guten Taten verrichtet, wie das Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt, das Entrichten der Pflichtabgabe, das Rezitieren des Koran und ähnliches. Er tut diese guten Taten mit der Hoffnung, von Allah belohnt zu werden. Und nicht damit die Menschen ihn loben und Gutes über ihn sprechen. Wenn du eine gute Tat machst, sag nicht, ich mache das für Gott und ich mache das auch für die Menschen. Nein, sag, ich mache die gute Tat nur für Gott und nicht um von den Menschen gelobt zu werden und nicht um von den Menschen geehrt zu werden und nicht damit die Menschen Gutes über mich sagen. Ja, wenn du eine gute Tat ausführst, dann nur für Gott, nur für Allah. Die Absicht des Betenden muss einzig und allein für Allah gefasst werden. Die Absicht, wenn man betet, muss aufrichtig sein, also dass man die Tat, das Gebet in diesem Fall, nur für Allah verrichtet. Und nicht damit die Menschen über einen sagen, jener betet und unterlässt niemals die Pflichten. Achtet auf eure Absichten. Deswegen jedes Mal erinnern wir zu Beginn des Unterrichtes an die aufrichtige Absicht. Denn wenn jemand eine gute Tat ausführt, aber ohne aufrichtige Absicht für Allah, dann erhält er für diese gute Tat keine Belohnung. Und wenn er bei dieser guten Tat unaufrichtig war, dann auch nicht. Sondern dann lastet auf ihm eine große Sünde.
Also, wir alle, ich bin der Erste, wir alle sollten unsere Herzen beobachten. Und das Herz wendet sich sehr schnell. Die Absicht also bei einer guten Tat muss einzig und allein für Allah gefasst werden. Und nicht damit die Menschen über einen sagen, jener, er tut viel Gutes und unterlässt das Gute nicht. Die Absicht des Fastenden muss ebenfalls einzig und allein für Allah gefasst werden. Also, dass man das Fasten ausführt, mit der Hoffnung von Allah dafür belohnt zu werden. Oder um das Wohlgefallen von Allah zu erlangen. Das sind aufrichtige Absichten. Dies trifft ebenfalls auf denjenigen, der die Pflichtabgabe entrichtet. Der Zakat zahlt. Der zum Beispiel auch spendet oder der den Koran rezitiert. Also was sollte man bei diesen guten Taten beabsichtigen? Das bedeutet, dass man die guten Taten ausführt und zwar mit einer aufrichtigen Absicht für Allah. Frei von Unaufrichtigkeit. Man strebt damit das Wohlgefallen von Allah an. Oder man strebt damit die Belohnung von Allah an. Und man hat im Herzen kein Streben nach Lob oder Achtung der Menschen. Die Absicht ist rein und aufrichtig nur für Allah, den Erhabenen. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Inna Allaha yuhibbu ahadakum, iza amila amalan, ayyutqinah. Das bedeutet wahrlich, Allah liebt denjenigen, der eine gute Tat gründlich ausführt. Also Allah liebt es, dass man eine gute Tat gründlich ausführt. Der Prophet wurde gefragt, وَمَا إِتْقَانُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Das bedeutet, wie, o Gesandter Gottes, was bedeutet gründlich ausführen? Er erwiderte, يُخْلِصُهُ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْبِدَعَ. Das bedeutet, dass man die Tat nur für Allah verrichtet. Und sie entsprechend der islamischen Gesetzgebung ausführt. Also frei von schlechter Neuerung. Dieser Hadith wurde überliefert vom Hadith-Gelehrten As-Suyuti. Möge Allah ihm gnädig sein. Also wenn du eine gute Tat ausführst, dann führe sie gründlich aus. Gründlich ausführen bedeutet, dass du sie frei von Unaufrichtigkeit ausführst, und sie entsprechend der islamischen Gesetzgebung auswirst. Die Unaufrichtigkeit in den guten Taten ist das Gegenteil von der Aufrichtigkeit. Also Aufrichtigkeit, Gegenteil davon Unaufrichtigkeit. Die Unaufrichtigkeit heißt, die guten Taten wie das Gebet, das Fasten, das Rezitieren des Koran, das Spenden, die Entrichtung der Pflichtabgabe, das Fasten im Monat Ramadan, die Pilgerfahrt zur Kaaba und andere gute Taten, dass man eine gute Tat mit der Absicht ausführt und verrichtet, um von den Menschen dafür gelobt zu werden, um von den Menschen dafür geehrt zu werden. Also man macht diese gute Tat mit der Absicht, von den Menschen dafür gelobt und geehrt zu werden. Das ist Unaufrichtigkeit, das ist Riya, das ist Haram, das ist verboten. Also was bedeutet Riya, Unaufrichtigkeit? Dass man eine gute Tat verrichtet und ausführt, mit der Absicht von den Menschen dafür gelobt und geehrt zu werden. Die Unaufrichtigkeit in den guten Taten macht die Belohnung für die guten Taten zunichte. Das bedeutet, wer eine gute Tat mit Unaufrichtigkeit ausführt, diese unaufrichtige Absicht, dieser Riya, führt dazu, dass die Belohnung der guten Tat zunichte ist. Das bedeutet, man bekommt für diese gute Tat, die man mit Unaufrichtigkeit ausgeführt hat, keine Belohnung. Wann bekommt man Belohnung von Allah? Wenn man eine gute Tat mit einer aufrichtigen Absicht ausführt. Also wenn man die gute Tat ausführt, mit der Absicht, das Wohlgefallen von Allah zu erhalten. Dass man mit der Ausführung der guten Tat sich erhofft, dass man dadurch das Wohlgefallen von Allah erlangt. Die guten Taten, die man mit einer unaufrichtigen Absicht ausführt, werden nicht belohnt.
Ganz gleich, wie sehr man sich auch bemühen sollte, man wird für die guten Taten mit einer unaufrichtigen Absicht nicht belohnt. Gleichgültig, ob man nur das Lob der Menschen oder ihr Lob und die Belohnung von Allah beabsichtigte. Also hier gibt es zwei. Jemand führt eine gute Tat aus und beabsichtigt mit dieser guten Tat nur das Lob der Menschen. Der erhält keine Belohnung für diese gute Tat. Und auf ihm lastet die Sünde der Unaufrichtigkeit. Jemand anderes verrichtet die gute Tat, um das Lob der Menschen und die Belohnung von Allah zu erlangen. Also er beabsichtigt mit der guten Tat das Lob der Menschen und die Belohnung von Allah. Auch diese Person erhält für diese gute Tat keine Belohnung. Wann erhält man Belohnung von Allah? Wenn man die gute Tat nur für Allah ausführt, mit einer aufrichtigen Absicht für Allah ausführt, frei von Unaufrichtigkeit. Also, wir haben über die Aufrichtigkeit gesprochen und über die Unaufrichtigkeit. Es gibt auch eine Sünde, die wird im Arabischen Al-Ujbu bi ta'atillah genannt. Das ist eine Sünde. Also die Eitelkeit im Gehorsam Gott gegenüber. Also, dass man im Gehorsam Gott gegenüber eitel ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, selbstgefällig im Verrichten der guten Taten zu sein und sich alles zuzuschreiben. Also jemand verrichtet eine gute Tat und ist dabei selbstgefällig und schreibt sich alles zu. Zum Beispiel, man betet viel oder man fastet viel und betrachtet dies als eine Besonderheit für sich selbst. Es entgeht einem dabei, dass dies eine Gabe von Allah ist. Anstatt daran zu denken, dass dies eine Gabe von Allah ist, ist man selbstgefällig und schreibt sich alles selbst zu. Anstatt daran zu denken, dass Allah einem dieses ermöglicht hat, dass es eine Gabe Gottes ist und dass Allah derjenige ist, der einem die Kraft gibt und dazu verhilft. Anstatt daran zu denken, entgeht einem dies und ist man unachtsam dessen und ist selbstgefällig und schreibt sich diese gute Tat selbst zu und betrachtet sich deswegen als etwas Besonderes. Wenn man sich jedoch über eine gute Tat freut, allein die Freude über eine gute Tat, weil sie eine Gabe von Allah ist, ist keine Sünde. Jemand tut eine gute Tat und freut sich, dass er eine gute Tat ausgeführt hat. Das ist keine Eitelkeit im Gehorsam Gott gegenüber. Das ist nicht haram. Masalan, Dawud hat eine Moschee erbaut. Ja, und er freut sich darüber. Er war aufrichtig, als er die Moschee erbaut hat. Er hat die Moschee erbaut, ohne selbstgefällig zu sein, ohne dass er sich dieses zuschreibt. Nur dass er etwas Besonderes ist und deswegen die Moschee erbaut hat. Ohne daran zu denken, dass Gott ihm das ermöglicht hat und dass es eine Gabe von Allah ist, ohne dieses. Die Freude über eine gute Tat ist nicht haram, solange man dabei nicht eitel ist. Diese beschriebene Sünde, also diese beschriebene Eitelkeit, ist eine Sünde, ist haram. Jedoch löscht sie nicht die Belohnung der guten Taten. Also wenn jemand eine gute Tat aufrichtig ausgeführt hat, und später dann eitel wird im Gehorsam Gott gegenüber. Also selbstgefällig, ja, und schreibt sich dann alles selber zu. Denkt nicht daran, dass es eine Gabe von Allah ist und dass Allah es einem ermöglicht hat, dieses auszuführen. Wenn diese Eitelkeit nach der guten Tat entsteht, nach der guten Tat, die man mit Aufrichtigkeit ausgeführt hat, dann ist es so, dass die Belohnung der guten Tat nicht erlischt. Also die Belohnung für diese gute Tat wird nicht gelöscht, sie bleibt. Aber mit dieser Eitelkeit im Gehorsam Gott gegenüber hat man eine Sünde begangen. Aber wenn man eine gute Tat ausführt und man führt sie mit Eitelkeit aus, man führt sie mit Eitelkeit im Gehorsam Gott gegenüber aus, dann erhält man keine Belohnung dafür. Dann ist die Belohnung für diese gute Tat zunichte. Es bedeutet,
In diesem Fall erhält man keine Belohnung. Wenn jemand fragt, wie schütze ich mich vor der Unaufrichtigkeit? Wie schütze ich mich vor der Eitelkeit? Um sich vor der Unaufrichtigkeit zu schützen, sollte man stets an den Tod denken. Stets an das Grab. Stets an den Tag des jüngsten Gerichts. Um sich vor der Eitelkeit im Gehorsam Gott gegenüber zu schützen, sollte man oft die Hawqala sprechen. Oft die Hawqala aussprechen. Hawqala, also la hawla wa la quwwata illa billah. Das bedeutet, Allah ist derjenige, ohne dessen Schutz niemand vor Sünden bewahrt ist. Und ohne dessen Hilfe niemand die Kraft hat, Gutes zu verrichten. Wenn man dieses immer sagt und immer vor Augen hat, dann schützt man sich vor der Eitelkeit im Gehorsam Gott gegenüber. Denn dann denkt man daran, dass man nur deswegen von einer Sünde fern geblieben ist, weil Allah einen davor geschützt hat. Und dass man nur deswegen eine gute Tat ausgeführt hat und die Kraft gehabt hat, eine gute Tat auszuführen, weil Allah einem dabei geholfen hat. Also um sich davor zu schützen, sollte man oft La hawla wa la quwwata illa billah sagen. Die Unaufrichtigkeit in den guten Taten und die Eitelkeit im Gehorsam Gott gegenüber gehören zu den Sünden des Herzens und sind große Sünden. Sie sind zwei schlechte Eigenschaften, die der Verantwortliche vermeiden muss. Also der Mukallaf muss diese vermeiden. Der Verantwortliche, der Mukallaf, soll aufrichtig im Verrichten der guten Taten sein, damit er die Belohnung dafür erhält. Wenn du eine gute Tat ausführst, um von Allah dafür belohnt und zugleich von den Menschen gelobt zu werden, dann erhältst du, wie gesagt, keine Belohnung. Für diese gute Tat erhältst du keine Belohnung. Achtet darauf, dass ihr auf eure Absichten achtet. Wer eine gute Tat mit unaufrichtiger Absicht ausführt, erhält keine Belohnung dafür, sondern er begeht dadurch die Unaufrichtigkeit, die eine Sünde ist. Nimm dich in Acht und beobachte dein Herz. Wenn du bemerken solltest, dass du im Alleinsein lediglich die Pflichten verrichtest, jedoch wenn du unter den Menschen bist, Fleiß im Verrichten der empfohlenen freiwilligen Gebete zu den Pflichtgebeten zeigst. Wenn du so bist, alleine betest du nur die Pflicht. Aber wenn du unter den Menschen bist, betest du die Pflicht und das freiwillige Gebet auch. Wenn du so bist, dann frage dich, warum du dich so verhältst. Beobachte deine Absicht. Und solltest du, wenn du alleine bist, schnell beten, und dabei nur die Pflichtbestandteile erbringen, also ganz schnell beten, wenn du alleine bist. Jedoch, wenn du unter den Menschen bist, fügst du deinem Gebet empfohlene Bestandteile hinzu und betest langsam. Wenn du so bist, dann frage dich, warum du dich so verhältst, warum du so handelst und ob du es anstrebst, Ansehen in den Herzen der Menschen zu gewinnen. Ob du das für Allah tust oder ob du das tust, um Ansehen in den Herzen der Menschen zu gewinnen. Wenn du so bist, dann frage dich, ob dir das lieber ist als einen, ob dir das Ansehen der Menschen lieber ist, ob dir das Ansehen in den Herzen der Menschen lieber ist, als einen hohen Rang beim Schöpfer aller Geschöpfe zu haben. Also frage dich, ob dir das lieber ist, also das Ansehen in den Herzen der Menschen, ob dir das lieber ist oder einen hohen Rang beim Schöpfer aller Geschöpfe, beim Schöpfer der Menschen. Die Menschen sind Geschöpfe, so wie du ein Geschöpf bist. Sie erschaffen keinen Nutzen und keinen Schaden und können dir weder Nutzen noch Schaden, außer wenn Allah dies will. Das Lob der Menschen, wohin führt es? Führt es dich in der Welt zu einem hohen Stellenrang oder hohen Rang, zu einem hohen Stellenwert? Diese Welt ist vergänglich. Wir hatten gesagt, wer die Welt genau betrachtet, erkennt, dass sie einem Feind ähnelt, der die Kleidung eines Freundes trägt. Der,
der die Kleidung eines Freundes trägt. Lass dich nicht täuschen. Lass dich von dieser Welt nicht täuschen. Das Lob der Menschen, weder vermehrt es die Versorgung, noch schiebt es den Zeitpunkt des Todes auf. Auch wenn die Menschen dich loben, davon hast du nichts. Ja? Auch wenn die Menschen dich loben sollten, deine Versorgung wird dadurch nicht mehr. Auch wenn die Menschen dich loben sollten, dadurch wirst du nicht länger leben. Was hat der eine weise Mensch zum Mann gesagt? Soll ich dir drei Dinge erwähnen, die dazu führen, dass du die Liebe der Menschen gewinnst, dass die Menschen dich lieben? Was hat er gesagt und geantwortet? Nein. Ja, nach dem Motto, nee. Das heißt, ja, nee, das interessiert mich nicht. Das will ich nicht, das brauche ich nicht. Das bringt mich nicht weiter. Was mich weiterbringt, ist das Wohlgefallen des Schöpfers der Menschen. Also auch wenn du, ja, auch wenn alle Menschen dich lieben sollten, das Lob der Menschen, die Liebe der Menschen, ja, es wird dir am Tag des jüngsten Gerichts nichts nützen. Ja. Ja, das Lob der Menschen bringt dir am Tag des jüngsten Gerichts nichts. Deswegen heile dein Herz von der Unaufrichtigkeit und strebe es an, dass die Liebe von Allah, des Schöpfers des Guten und Schlechten, dir zuteil wird. Habe eine aufrichtige Absicht, denn auch wenn die Menschen dich beleidigen oder loben, das Gute ist, wenn dir die Liebe Gottes zuteil wird. Zum Abschluss möchte ich etwas erwähnen, was im Hadith vorgekommen ist. Und zwar, dass es im Jenseits Menschen gibt. Also es gibt Menschen im Jenseits, die in die Hölle kommen werden und dort bestraft werden. Obwohl einer von ihnen auf der Welt die Religion lernte und sie lehrte. Er hat die Religion gelernt und gelehrt. Und den Koran rezitiert. Ja, es gibt Menschen, die werden in der Hölle bestraft werden. Warum? Der eine hat die Religion gelernt und gelehrt. Und der eine hat den Koran rezitiert. Und ein anderer hat auf der Welt viel Vermögen gehabt und es in verschiedenen Bereichen gespendet. Das sind doch eigentlich gute Taten. Ja, aber diese Menschen haben diese Taten nicht für Allah ausgeführt, sondern um das Lob der Menschen zu erhalten. Damit über den einen gesagt wird, der ist ein Gelehrter, der ist wissend. Damit über den anderen gesagt wird, der ist jemand, der den Koran gut rezitieren kann. Und der eine hat gespendet, damit über ihn gesagt wird, der ist gütig. Deswegen verdienen sie die Bestrafung in der Hölle. Möge Allah uns bewahren. Also führt die guten Taten mit einer aufrichtigen Absicht für Allah aus. Wenn du betest, dann bete nur für Allah. Wenn du spendest, dann spende nur für Allah. Wenn du dir die noblen Charaktereigenschaften aneignest, dann nur für Allah. Wenn du lernst, dann lerne nur für Allah. Wenn du lehrst, dann lehre nur für Allah. Und wenn du gütig bist, dann sei gütig nur für Allah. Denn wenn du nicht so handelst, sondern unaufrichtig sein solltest, erhältst du keine Belohnung dafür, sondern eine Sünde wegen der Unaufrichtigkeit. Möge Allah uns die Aufrichtigkeit in den Aussagen, Handlungen und Absichten bescheren. Und möge Allah uns vor der Unaufrichtigkeit und der Eitelkeit im Gehorsam Gott gegenüber beschützen und bewahren. Allahumma amin. Inshallah erwähnen wir noch eine Geschichte. Haben wir noch Zeit? Und dann schließen wir den Unterricht für heute ab, inshallah. Das ist eine schöne Geschichte mit sehr vielen Lehren. Es gibt Frauen, die ihre Männer dazu drängen, ihre Eltern schlecht zu behandeln. Diese Frauen gibt es. Das ist jetzt kein Angriff auf die Frauen. Ja? Aber es gibt diese Frauen. So wie es Männer gibt, die ihre Ehefrauen drängen, dass die Frauen ihre Eltern schlecht behandeln. Diese Männer gibt es auch. Aber es gibt auch Frauen, die es ablehnen und damit nicht einverstanden sind, dass ihre Ehemänner ihre Eltern schlecht behandeln. Diese Frauen gibt es auch. Es gab einen Beduinen, also einen Wüstenbewohner, der von einem Ort zum anderen wandert und nicht nur an einem Ort lebt, sondern
ständig seinen Wohnort wechselt. Es gab einen Beduinen, der eine alte und vergessliche Mutter hatte, die manchmal vor anderen Menschen unpassende Dinge gesagt hat. Und für diese Angelegenheit schämte er sich sehr. Er sprach mit seiner Frau darüber, dass seine Mutter ihn oft vor anderen in Verlegenheit bringt und dass er sich für ihr Verhalten und für ihre Äußerungen schämt. Es ist auch nicht leicht, ein alter Mensch zu sein, aber es ist auch nicht leicht, mit solchen Menschen umzugehen. Er sagte zu seiner Frau: Ich werde meine Mutter zurücklassen, egal was mit ihr passieren wird. Als sein Beduinenstamm weiterzog, ließ er seine Mutter zurück. Sie brachen am Morgen auf und hatten mittags bereits eine weite Strecke zurückgelegt. Sie machten eine Pause an einem Ort auf ihrer Reise, und er verlangte, seinen Sohn zu sehen, um mit ihm zu spielen. Seine Frau fragte ihn: Weißt du, wo dein Sohn ist? Er fragte sie: Wo ist er? Sie sagte: Bei deiner Mutter. Wo war die Mutter? Er hat sie zurückgelassen. Da wurde er zornig und machte ihr Vorwürfe. Sie sagte ihrem Ehemann: Ich habe ihn bei ihr gelassen, damit er mich nicht so schlecht behandelt, wie du deine Mutter schlecht behandelst. Der Mann ritt auf seinem Pferd und kehrte zu diesem Ort zurück. Als er an dem Ort ankam, wo er seine Mutter zurückgelassen hatte, sah er seine Mutter und seinen Sohn von Wölfen umzingelt. Die Mutter umarmte seinen Sohn und beschützte ihn vor den Wölfen. Wenn einer der Wölfe versuchte, sich zu nähern, warf sie Steine nach diesem Wolf und sagte: Geh weg, das ist der Sohn meines Sohnes, obwohl ihr Sohn sie zurückgelassen hat. Es war für sie wichtiger, den Kleinen zu beschützen. Als er diesen Anblick sah, machte er sich Vorwürfe und sagte zu sich selbst: Ich habe meine Mutter großen Gefahren ausgesetzt und dennoch beschützt sie meinen Sohn. Er befreite die beiden, küsste und umarmte sie und nahm sie mit. Er ehrte seine Mutter danach. Er ehrte sie sehr und schämte sich nicht mehr für seine Mutter. Er dankte seiner Frau den Dank auszusprechen, ist kein Tadel, ist keine Blamage, ist nichts Schlechtes, nimmt nichts von der Männlichkeit, sondern ist eine gute Eigenschaft. Er dankte seiner Frau und sagte ihr: Du hast mir die Augen geöffnet. Man darf seine Mutter nicht schlecht behandeln, auch nicht wegen der Ehefrau und den Kindern. Denn es gibt Leute, die behandeln ihre Eltern oder den Vater oder die Mutter schlecht. Wer drängt sie dazu? Manchmal die Ehefrau. Manchmal werden die Eltern schlecht behandelt oder verletzt wegen den Kindern. Warum hast du so mit meinem Sohn gesprochen? Oder warum hast du so mit meiner Frau gesprochen? Und dann zeigt der Sohn die Schärfe der Zunge gegenüber der Frau, die ihm das Sprechen beigebracht hat. Er nimmt sein Telefon und ruft seine Mutter an, und dann schießt er mit harten Worten zu seiner Mutter und benutzt die Schärfe seiner Zunge gegenüber der Frau, die ihm beigebracht hat zu sprechen, die ihm seine falschen Sätze und Wörter korrigiert hat, die ihm die Unreinheit entfernt hat, als sein Gesäß voll mit Unreinheiten war. Liebe Brüder und Schwestern, man darf seine Eltern nicht verletzen, wegen gar keinem Menschen, weder wegen der Frau noch wegen den Kindern. Und eine Ehefrau sollte ihrem Mann aufrichtig helfen, seine Mutter gut zu behandeln. Eine Frau sollte eine Hilfe dabei sein, denn ihre Tochter wird daraus lernen und ihre zukünftige Schwiegermutter auch so gut behandeln. Oder ist es nicht wichtig, die Schwiegermutter gut zu behandeln?
Oder ist die Schwiegermutter gleich Feind? So gibt es einige Menschen. Sie sehen die Schwiegermutter als Feind. Von wo bekommen sie das? Manchmal von der Mutter. Lass dir von deiner Schwiegermutter nichts sagen. Lass dir von deinem Schwiegervater nichts sagen. Das sind doch deine zweiten Eltern geworden. Warum behandelst du sie auf diese Art und Weise so frech und unanständig? Also wenn du deinem Ehemann dabei hilfst, dass er seine Mutter gut behandelt, dann solltest du wissen, dass dies auch auf deine Familie zurückkehrt. Deine Tochter wird daraus lernen und ihre zukünftige Schwiegermutter auch gut behandeln. Akzeptiere nicht, dass dein Mann seine Mutter schlecht behandelt, denn sonst fällt es auch auf dich zurück und dein Sohn wird dich dann auch schlecht behandeln. Denn so wie du andere behandelst, wirst du in der Regel auch behandelt werden. Und achte darauf. Dein Sohn schaut dir zu. Dein Sohn schaut, wie du deine Mutter behandelst. Ein Sohn schaut, wie der Vater seine Mutter behandelt. Behandle also deine Mutter auf eine gute Art und Weise und nicht schlecht. Sonst werden dich deine Kinder auch schlecht behandeln. Möge Allah uns bewahren. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.